Hallo meine Lieben, ich habe ein großes Ausmisten vor mir. Vielleicht haben einige von euch schon Videos zu diesem Thema auf meinem englischsprachigen Kanal gesehen. Ich bin jetzt gerade dran, meine ganze Make-up-Kollektion. Ich habe so eine riesige Kollektion und ich bin mit den Sachen echt überwältigt. Und ich bin jetzt gerade dran, so alles am Ausmisten und wirklich nur die Sachen behalten, die ich wirklich benutze und die mir einfach Spaß bereiten und die ich auch wirklich auch für Tutorials und so verwende. Jetzt habe ich schon einige Videos zu dem Thema gemacht auf meinem englischsprachigen Kanal. Die könnt ihr euch mal gerne ansehen. Ich werde die auch verlinken. Ja, heute mache ich jetzt mal Lipglosse. Ich habe da zwei ganze Schubladen voll Lipgloss und der oberste Witz an dem Ganzen ist, dass ich eigentlich noch kaum Lipgloss trage, weil ich mag eigentlich diese klebrige Substanz nicht und das wird mir einfach sehr oft zugeschickt und so. Und die Ordnung, die ich habe hier so die Pink, hier die korallfarbigen, hier ist Rot, hier hinten sind alles Nudes und das hier unten, das sind so, ja, dunkle Farben. So, ich fange jetzt erstmal hier mit diesen roten Sachen an. Creolan Lip Stain in Rock, den finde ich super, den möchte ich behalten. Dann habe ich hier die Chubby Sticks bei Clinique, die finde ich nicht so toll. Ich mag die Lippenprodukte von Clinique, aber nicht die Chubby Sticks unbedingt, also werde ich den ausmisten. Catrice, der geht auch raus. Dann Manhattan, Limited Edition, High Gloss Shine. Der geht, glaube ich, auch raus. Den benutze ich einfach nicht. Dann habe ich hier einen High Gloss von Creolan in Vamp. Die sind so geil, die von Creolan. Finde ich tolle Qualität. Dann habe ich hier einen Anastasia Beverly Hills. Die sind auch richtig gut. Die behalte ich sicher. Da habe ich jetzt nochmal einen. Ich habe zwei von den gleichen anscheinend. Ich habe zweimal den Vamp. Also werde ich einen davon ausmisten und den anderen behalten. Gut. Dann haben wir hier was von Smashbox. Knockout. Das ist eher so ein, das ist eher ein Pink eigentlich. Das sollte wohl eher bei dem Pink, aber das ist so ein Pinkrot. So ein Pinkrot habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Also werde ich das jetzt erstmal behalten. Dann nochmal die von Anastasia. Die finde ich richtig gut. Die werde ich behalten. Dann habe ich hier einen von Kiko. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Maybe. Das ist der Infallible Gloss von L'Oreal. Der ist wahnsinnig pigmentiert und der hat so Goldschimmer. Den finde ich ganz toll für am Weihnachten. Aber der ist sehr ähnlich wie der da. Ich glaube, den behalte ich erst nochmal. Ich finde den toll für Weihnachten. Den Manhattan Lip Lacquer. Ich glaube, ich habe nämlich hier eins mal von denen bekommen für irgendwie so eine LE. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Das hat eher noch eine schöne Verpackung. Also ich werde diesen behalten, weil der hat hier so Rhinestones drauf. Den finde ich ganz schön. Und diesen werde ich jetzt mal ausmisten. Dann habe ich die Vamplify von MAC. Die finde ich auch sehr schön. Die werde ich erstmal behalten. Ich habe jetzt einen hier von Catrice gefunden, den Infinite Shine. Den finde ich, also ich finde das richtig eine tolle Farbe. Und der ist eigentlich genau das gleiche wie der hier von Anastasia Beverly Hills. Also wenn ich hier den Swatch anschaue, das ist wirklich identisch. Das ist der Pink Twice von Catrice. Ich weiß nicht, ob der ein LE ist oder was auch nicht. Und das ist der von Beverly Hills. Das ist die Weekend Barbie Lip Gloss. Also werde ich den von Anastasia behalten und den von Catrice mal ausmisten. Das ist jetzt ein guter Drogerie-Dupe gleich. Diesen, den haben wir, das war so ein Probeding, als wir an dieser Kollektion in New York gearbeitet haben. Den haben wir einfach selber in dem Labor hergestellt. Dort, wo die Manhattan-Sachen hergestellt werden. Aber das ist cool. Der hat einen blauen Schimmer. Den werde ich, glaube ich, nochmal an... Oh, das ist ein Maybe. Das hat auch so ein bisschen Erinnerung. Dann habe ich hier einen von Coco Cosmetic. Ich glaube, den habe ich noch gar nie verwendet. Naja, die Farbe gefällt mir jetzt ehrlich nicht so. Das werde ich ausmisten. Die Sleek Pout Paint, das muss man so mit einem Pinsel auftragen und das ist mir einfach zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Das werde ich ausmisten. Dann habe ich hier noch so ein Dunkelrot, das Red Romp. Den finde ich ganz schön, aber ich weiß nicht, ob der ziemlich alt ist. Der stinkt. Der muss raus. Also den werde ich jetzt nicht wegschmeißen, den werde ich für Back to Mac behalten, aber der muss raus. Und ja, dann habe ich hier noch zwei von Ila Muska, Intense Lip Gloss in Belladonna. Das werde ich nie verwenden. Der geht raus auch. Dann habe ich noch ein Infinite Gloss von L'Oreal und die finde ich echt gut. Die sind auch toll pigmentiert, aber der riecht auch schon ein bisschen seltsam. Also den schmeiße ich gerade in Abfall. Und ich glaube, die dürfen jetzt alle erstmal bleiben bei den roten. Die tue ich jetzt erstmal wieder hier zurück. Jetzt hier noch zwei Maybes. Ich glaube, den von Kiko. Ja,
obwohl der hat ein bisschen weniger Pigmentierung. Vielleicht ist das noch ganz schön. Den behalte ich vielleicht mal. Und das hier, der hat so einen blauen Glanz. Der ist richtig irgendwie, ich weiß nicht, der hat so einen blauen Schimmer. Den haben wir auch in New York selber hergestellt. Ich glaube, den muss ich behalten. So, ich mache gerade weiter. Jetzt sehe ich, dass ich hier sogar nochmal so ein Lipstain habe. Das ist oft bei Krioland. Die haben mir oft dann die Sachen doppelt geschickt. Und den habe ich anscheinend noch gar nicht angefangen. Der ist auch in Rock. Den werde ich auslisten. Den kann man noch gut verschenken. Kommen hier so die korallfarbigen Sachen hier hin. Die Huggable Glass, die habe ich erst seit kurzem. Die finde ich ganz schön. Die werde ich jetzt erstmal, behalten. Patten Polish Lip Pencil. Ach, die Farbe gefällt mir jetzt auch nicht so. Na, den werde ich verschenken. Oder? Dann habe ich hier den Goddess of the Night. Der ist, glaube ich, auch schon uralt. Ja, das geht direkt jetzt mal in den Müll. Lip to Last Color von Manhattan. Und die Farbe ist eigentlich noch recht schön, aber ich habe die ehrlich gesagt noch nie groß getragen. Das ist ein Maybe. Lass mich das nochmal überlegen. Dann habe ich hier so diesen Full Color Liquid Lipstick. Und das ist aber auch, das ist kein richtiger Liquid Lipstick. Das ist eigentlich ein sehr pigmentierter Gloss. Aber ich habe den, glaube ich, schon mal getragen. Aber ich fand den einfach so ein bisschen zu fest und ein bisschen so schmierig. Ich glaube, den werde ich ausmisten. Dann habe ich die von Astro, die werde ich, glaube ich, behalten. Die finde ich toll, diese Lip Butter Sticks, die finde ich richtig gut. Da habe ich hier noch eine andere Farbe, die werde ich behalten. Von NYX, den habe ich mir erst seit noch nicht so lange gekauft. Den werde ich sicher nicht wegschmeißen, das ist in dieser Orangefarbe. Nochmal Anastasia Lip Gloss, die finde ich recht gut, die werde ich behalten. Dann habe ich hier so ein Cream Sheen Glass, den behalte ich auch. Ein Coral Lip Gloss von Revlon, der ist wirklich alt, der geht in den Abfall. Dann habe ich hier ein von Guerlain. Das war ein Geschenk von einer Kollegin. Das werde ich erstmal behalten. Den Revlon, den finde ich schön von der Farbe, aber ich mag den Geschmack von diesen Dingern irgendwie nicht so. Ah, die schmecken so grässlich. Bleh. Nee, ich glaube, den werde ich hier verschenken, weil der ist noch total okay. Das muss ich ausschrauben, diese Lip Jellies. Der ist uralt. Und das werde ich hier für Back to Mac natürlich behalten. Die Pout Polish, die benutze ich eigentlich nicht. Das ist von Sleek. Das werde ich, glaube ich, in den Abfall schmeißen. Dann habe ich hier noch was von Ila Maska. Die Sheer Lip Gloss in der Farbe Torture. Irgendwie, das ist schon total verschleimt. Ich schmeiße das in den Abfall. Dann den hier, der geht auch in Abfall. Das ist auch alt. Dann habe ich hier irgendwas von L'Oreal. Gefällt mir die Farbe einfach nicht. Das ist so eine komische Farbe. Das geht weg. Dann diese Glossy Lip Balm von Manhattan. Ich finde, die haben einfach fast keine Farbe. Farbabgabe gleich null, das ist nicht so mein Ding. Dann habe ich hier ein Lip and Cheek Ding. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht groß verwendet, weil das finde ich einfach so. Nee, die schmeiße ich, glaube ich, sogar in Abfall, weil ich glaube, die sind schon richtig alt. Da habe ich nochmal hier mal was von Revlon. Auch diese, die heißt Strawberry. Das ist auch so ein Gloss, der hat aber recht viel Schimmer drin. Und der ist richtig dick und, nee, der geht, glaube ich, auch in Abfall. So, und dann habe ich jetzt noch den Honey Bronze. Den kann ich verschenken und diese Pound Paint, der ist auch alt, den werde ich auch wegschmeißen. Oh, da habe ich ganz viel ausmessen können. So, weiter geht's. Pink als nächstes. Das ist nicht so, ja. Ich weiß nicht, das ist ein Maybe, dieser Patent Polish da von MAC. Ein Krioland Lip Gloss in Maryland. Der ist aber richtig so super Barbie-mäßig. So ganz viel Glitzer drin. Das ist so richtig, nee, das ist so Kiddie-mäßig, das ist nix. Das mache ich hier nicht verschenken. Color Show von Catrice. Ich mag die Applikator von denen überhaupt nicht. Das ist so eine komische Form. Die riechen so nach Gummibärchen irgendwie. Das ist nicht so meins. Das kann ich nochmal verschenken vielleicht. Dann ist nochmal hier Princess. So ein Gloss. Und der ist, glaube ich, ziemlich so. Das ist aber vielleicht mal ganz süß, so ein Barbie-Look irgendwie so zu schminken. Ich glaube, den behalte ich jetzt erstmal von Kriolan. Die sind auch richtig gut pigmentiert. Die Chubby Stick Intense von Clinique, die finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die eben gar nicht so intense irgendwie. Die werde ich, glaube ich, auch ausmisten. Dann die von Astor. Die mag ich. Ich mag die. Ich finde die lustig. Ich werde die behalten, die von Astor, weil die brauche ich auch wirklich. Dann nochmal so eins von Clinique.
Ich glaube, die muss ich einfach alle ausschrauben, weil ich die einfach nicht verwenden werde. Dann die Infallible Gloss, das finde ich noch schön. Das hat so einen beige Schimmer. Dann habe ich nochmal so Iconic High Gloss von Kryolan. Barbie Pink irgendwie, aber das ist richtig schön irgendwie. Aber ich trage das so selten. Ich mache das erstmal hier in den Maybe Pile. Die Chubby Sticks wieder mal von Clinique. Das ist eigentlich recht schön. Ich glaube, den da werde ich behalten erstmal. Ich habe hier noch von Catrice. Ich mag einfach die nicht so. Das ist uralt, das geht in Abfall. Das Juicy Tube ist auch uralt, das geht auch in Abfall. Ich habe von MAC, die muss ich eigentlich nur noch behalten für Back to MAC, dass ich einen gratis Lippenstift oder so bekomme. Das werde ich behalten. Dann habe ich hier die Le Gloss von L'Oreal. Ich finde, da ist der Applikator wieder so blöd. Das geht auch weg. Die mag ich nicht so. Die von, wieder so einer von Astor, die mag ich. Das werde ich behalten. Revlon Extrem Glitzer geht raus. Die Style Lip Lacquer von Astor, die behalte ich erst nochmal. Dann die ganzen diese Glosse hier. Oh Gott, da sind so viele. Ich mag das nicht, diese Glosse. Das geht auch raus hier. Clinique. Ich mag die Chubby Sticks von Clinique nicht so. Das sind die Sachen von Clinique, mag ich aber irgendwie das. Dann High Gloss Butterfly. Das ist eigentlich recht schön. Das werde ich behalten erstmal. Von Manhattan High Shine Lip Gloss. Irgendwie in so einer schrägen Farbe. Das ist ein Maybe, glaube ich. Da weiß ich noch nicht genau. Die Huggable Glass, die finde ich toll. Die werde ich behalten. Dann habe ich hier so ein Dazzle Glass von MAC. Das ist Cherry Popping. Da ist so viel Glitzer drin in diesen Dingen. Das ist ein Maybe, weiß ich noch nicht. Dann hier so ein helles von Manhattan, Sweet and Tasty. Die Anastasia, das ist Rose Lip Gloss. Die behalte ich erstmal. Das hier geht out, das mag ich nicht. Astor. Dann habe ich, oh Gott, was ist denn das hier? Diese Farbe, das ist ja total schräg. Nee, ich glaube, das muss in Abfall. Das ist, glaube ich, einfach, hat sich verfärbt mit der Zeit. Catrice, das ist auch uralt, das schmeiße ich in Abfall. Color Boost, noch nie verwendet, raus. Revlon Lip Gloss, uralt, Abfall. Die Glosse hier, ich brauche die einfach nicht. Weg. Echt nicht so schwer, wie man denkt, weil wenn man einfach die Sachen satt hat, ich meine, solche Farben, das ist einfach metallische, das ist so 80er-Style. Ich weiß gar nicht, wieso ich das aufbewahrt habe. Da ist nochmal so ein Liquid Last. Ich will die mal ausprobieren. Ich habe die, glaube ich, noch nie wirklich ausprobiert. Ich glaube, die behalte ich mal. Das ist uralt, das geht raus. Sweet Kiss, die mag ich nicht so, die, ja, ich tue die mal hier rein verschenken vielleicht. Dann habe ich hier noch was in Infallible Gloss. Hatte ich das nicht schon mal, was ähnliches in der Hand? Das ist wieder so, oh, so dieser Schimmer. Aber dann habe ich hier noch so ein Pout Paint. Ja, das geht raus. Ich bin einfach nicht so der Gloss-Fan. Also wenn ich dann schon so Millionen Glosse hier habe, die ich nie brauche, weg mit dem Zeug. Lip and Cheek mag ich nicht, raus. Die Farbe gefällt mir nicht. Raus. Da nochmal so ein Chubby Stick. Die sind... Guck mal, da ist gar keine Farbe hier bei dem. Der geht raus. Dann hier nochmal. Das finde ich irgendwie so eine interessante Farbe. Ich weiß nicht, seht ihr das? Der hat so einen... leicht so einen lila Schimmer. Lass mal gucken. Finde ich jetzt irgendwie noch schön. Ich glaube, das behalte ich erst nochmal. Guck mal, die schön... Ah, das ist richtig schön. Das behalte ich. Das ist toll. Makeup Factory. Das ist auch noch richtig pigmentiert. Das ist auch toll eigentlich. High Gloss von Kryolan. Das ist in Fashionista. Das ist eher so ein Rot. Rot-Pink. Das finde ich jetzt eigentlich auch noch toll. Das ist uralt. Das geht Back to MAC. Das ist auch schon etwas älter. Geht in Abfall. Dann habe ich hier noch was von Kiko. Der ist auch wieder so ein Multiple Glossy Dingsel. Der hat richtig viel... Der ist aber auch irgendwie schön. Ich glaube, das behalte ich erst nochmal. Lip Perfection CoverGirl weg. Brauche ich nie. Dann habe ich hier noch was von Ellie Goulding. Das ist relativ neu und das ist eigentlich eine schöne Peach Nude Pink Farbe. Dann das Anastasia, die finde ich toll. Die Dainty Lip Gloss, die werde ich sicherlich nicht wegmachen. Was ist noch hier? Catrice, das geht in Abfall. Das ist schon uralt. Dann noch hier ein Lip Gloss
von Prabal Gurung. Der ist wirklich nichts so Besonderes, aber es ist einfach so ein Pink Gloss, ja. Ja, das behalte ich jetzt erst nochmal. Und dann die Color Star Lip. Irgendwie, die fand ich so toll für eine Zeit lang. Aber dann habe ich die nie mehr verwendet von P2. Ich weiß nicht, ich fand die dann irgendwie so dick. Und jetzt weiß ich nicht, ob die noch... Aber die sind so schön. Die sind schön, aber ich glaube, die muss ich aus... Die muss ich in Abfall schmeißen. Die geht raus. Einfach weiter hier. Auch die Chubby Stick Intense ist eigentlich relativ schön noch irgendwie. Das behalte ich erstmal. Dann das Naked. Das ist echt so ein Braunton. Ich weiß nicht. Das ist ein Maybe. Dann habe ich noch die Lip Stain hier bei Creolon in Dance. Den habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal verwendet. Den fand ich recht schön. Das ist so ein Altrosa. Das finde ich schön. Das werde ich behalten. Dann die Lip Lacquers, auch von Manhattan. Ich finde, die sind einfach so schwer, weil die einfach so nicht dort bleiben, wo man sie haben möchte. So werde ich die, glaube ich, ausmisten. Dann habe ich hier noch ein Lip Gloss Candy Yum Yum. Den finde ich toll, den werde ich behalten. Dann habe ich hier noch zwei Heatherette. Mein Gott. Früher hat man sich sogar noch Backups gekauft von Produkten, die man toll fand von MAC. Wenn ich jetzt denke, mein Gott, wieso habe ich das nur getan? Das ist richtig ein cooler Hot Pink mit so einem blauen Pearl. Die behalte ich nur so als Erinnerung. Und dann habe ich noch den 3D Glitzy von Milani. Shimmer, aber da ist fast keine Pigmentierung. Ich glaube, den werde ich ausmisten. Also, das sind jetzt die Lipglosse, die bleiben dürfen. Die mache ich jetzt einfach hier rein. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Maybeater gehabt. Da war ich jetzt noch nicht sicher. Also, ich glaube, das hier von Manhattan, das tue ich weg, weil die Farbe ist einfach, gefällt mir nicht so. Und dieses ganz helle Sweet and Tasty, das mache ich, glaube ich, auch weg. Hier das von Naked, das Urban Decay Lip Gloss. Ich glaube, die behalte ich vielleicht erstmal gerade noch. Und das Dazzle Gloss, das ist jetzt irgendwie... Ich glaube, das behalte ich jetzt erstmal noch und dann schaue ich. So, ich habe jetzt hier die zweite Schublade. Das sind so hier die dunklen Farben von Lip Gloss und hier sind die Nudes. Make-up Factory, irgendwie so ein ganz dunkles Ding, das... geht raus. Von Bobbi Brown habe ich hier etwas. Das ist ein High Shimmer Lip Gloss. So glossy brown. Ja, gut. Ich weiß nicht, das behalte ich vielleicht mal erstens. Dann habe ich noch was von Smashbox. Beat It. Ja, das ist halt einfach ein Lip Gloss. Ich habe da noch so viele Sachen. Ich glaube, den entsorge ich jetzt erstmal. Die von Anastasia, die finde ich richtig gut. Die behalte ich jetzt erstmal. Dann habe ich hier noch ein Dazzle Glass. Das ist recht alt. Das werde ich behalten für Back to Mac, aber geht raus. Gloss von Ila Masca in einer dunkelgrünen Farbe. Trage ich, würde ich vielleicht eigentlich nur noch für Halloween-Sachen verwenden. Und deshalb behalte ich den erstmal, weil ich habe eigentlich nichts Vergleichbares. Ein dunkelgrün, das ist schon ziemlich speziell. Gloss Me von irgendwie einer Firma Thai Orchid. Lila habe ich eigentlich noch nicht. Ja, das tue ich noch mal kurz auf die Seite. Dann habe ich hier noch ein Gloss Me von Sleek, aber ich glaube, dieses geht dann... Oh, das ist ja fast mehr pigmentiert als das von Bobbi Brown. Da sieht man das von Bobbi Brown. Das von Bobbi Brown ist eher so braun. Aber die sind doch sehr, sehr ähnlich. Das finde ich jetzt irgendwie schwer. Irgendwie, ich hänge so an den dunklen Sachen, obwohl ich die so wenig trage. Ich behalte die mal. Ich finde die beide wirklich toll. Wirklich schön. Dann habe ich hier noch einen Smashbox. Ich glaube, den lasse ich mal gehen. Dann so ein Taut Paint in der blauen Farbe. Das kann ich vielleicht für Halloween. Es ist halt schon was Spezielles. So für Halloween-Sachen. Vielleicht behalte ich das noch erstmal. Oh mein Gott, noch so einer. Talk Sexy. Jetzt habe ich so viele, die alle so Glitzer drin haben. Der ist mehr lila. Oh, der ist richtig schön. Lila und Gold. Also das ist doof. Ich muss ja nicht alle drei behalten. Ich finde, ehrlich gesagt, den hier am schönsten und von den zweien, ich glaube, der braune... Ah, das finde ich jetzt irgendwie so schwer. Ich finde die alle total schön. Ich behalte die erst nochmal. Ich finde es einfach schwer, mich zu trennen. Dann habe ich hier noch was von NYX. Das ist auch wunderschön. Aber der ist wirklich alt. Leute, der geht in den Abfall. Dann habe ich noch hier einen Color Splash Liquid Tint von Manhattan. Das geht raus. Dann habe ich noch hier was auch noch von Essence. Nee, ich mag die gar nicht, die Essence-Sachen. Irgendwie bin ich nicht so der Fan. Dann Lip Gloss. Oh, der ist richtig cool. Der heißt So The Season. Das ist so ein geiler Gloss. Der ist aber... Das ist so ein dreckiges...
dreckiges Lila. Der riecht auch noch voll in Ordnung. Den werde ich erstmal behalten. Der ist richtig cool. Dann habe ich hier noch so einen Flieder Lipgloss von Ilan Masca. Und ja, der ist richtig pigmentiert. Der ist cool. Den behalte ich erstmal. Fierce. Der bleibt. Dann habe ich hier noch ein Cream Sheen Glass in Richly Revered, auch von MAC. Der ist nicht so, der ist nicht ganz so dick flüssig wie die anderen, die ich bis jetzt gehabt habe. Den behalte ich erstmal. Dann noch ein Pout Paint in Weiß. Aber das ist eben für Halloween, denke ich halt. Das nervt mich dann, wenn ich dann sowas nicht habe. Also muss ich es erst nochmal behalten. Dann den anderen von Milani habe ich ja jetzt weggemacht. Weil das war so eine... Aber den finde ich richtig cool. Das ist so ein lila Glitzer. Den behalte ich erstmal. Von Ilan Masca nochmal so ein Intense Lip Gloss. Aber der ist richtig... Die sind so dick, finde ich, von Ilan Masca. Aber der ist so richtig, wow, das ist so ein Burgundy. Ich finde es mich schwer von irgendwie so dunklen Sachen. Oh, das muss in Abfall hier. Das geht in Abfall. Dann habe ich hier noch so ein O-Plump. Das geht auch in Abfall. Und dann habe ich hier noch so extrem so Glitzersachen. Das ist eigentlich so ein durchsichtiger Gloss. Den kann man dann auf anderen Lippenstift drauf tun. Dann hat man so ein extrem so Glitzer. Aber das ist einfach überhaupt nicht mehr so in Trend, muss ich sagen. Also ich... Der geht auch weg. Der Gorsch, das ist schon uralt. Ich glaube, das muss ich mal wegschmeißen. Der hat einfach hier so eine blaue, das ist so ein Clear Gloss, aber der hat so ein blaues Ding. Und ich habe einfach nichts anderes. Das ist so richtig ganz unique etwas. Das ist von Gorsch, aber Cool Lip Jam heißen die. Ich glaube, das behalte ich noch erstmal, weil es einfach so original ist. Ich würde es dann echt nur für ein Video brauchen und dann gleich abnehmen, weil ich glaube, es ist schon älter. Dann habe ich noch hier das Volume Lip Gloss. Auch von Kiko. Obwohl, wenn ich jetzt das gerade ansehe, ich habe so einen tollen Lippenstift von MAC. Das würde so gut darüber passen. Lipstain da von Manhattan. Boah, das ist richtig eine coole Farbe, du. Eben, die sind, das sind so ganz unique Colors. Und darum mag ich die einfach nicht wegschmeißen. Weil ich finde es einfach so schwer, wieder was Ähnliches zu finden. Und das ist Glimmer Glass in Black Fire. Aber das finde ich jetzt irgendwie die Pigmentierung sehr scheiße hier, muss ich sagen. Das, glaube geht raus. Das ist einfach so ein schmieriger Scheiß. Das geht raus. Dann habe ich noch hier ein Lipgloss in Clear. Ich glaube, ja, ein durchsichtiger Lipgloss ist immer gut zum Behalten. Da habe ich noch einen hier von MAC, aber ich glaube, der von MAC, der ist so alt. Ich behalte lieber diesen von Bobbi Brown und mache den hier back to MAC. Dann habe ich hier noch so ein Glitzer-Ding, auch noch von Kriolan, weil ich finde es halt einfach, ich habe nichts Vergleichbares. Und das ist, oh, das ist irgendwie cool, wenn man mal so irgendwie so einen Alien-Look oder sowas macht. So, dann habe ich jetzt eigentlich die Original Colors recht viel ausgemessen. Und jetzt den Rest wieder hier rein. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch die Nude-Sachen. Und das wird jetzt... Oh, da sehe ich schon. Das ist schon total schleimig hier unten. War. Nee, das geht raus. Dann das Infallible Gloss. Das geht auch raus. Das geht, glaube ich, sogar in Abfall. Von Smashbox High Shine Lip Gloss. Das ist ein Maybe. Da weiß ich jetzt noch nicht genau. Dann die Honey Bronze. Das tue ich, glaube ich, aussortieren. Dann habe ich noch die von Anastasia. Ja, ich weiß nicht, ob ich das tragen würde. Ist auch ein Maybe. Das geht raus von Revlon. Ich mag einfach den Geschmack von den Revlons nicht. Smoky Look. Ich liebe die Farbe von dem. Aber das ist so schön. Das Teil ist uralt. Das muss in Abfall. So, der von Ilan Masca, der geht auch. Der geht, glaube ich, in Abfall. Und dann habe ich hier noch was von... Die von NYX, die finde ich richtig toll, die Butter Glasses, den behalte ich sicherlich. Da sind zwei und da ist hier echt irgendwas ausgeleert. Das muss ich dann, hoffentlich finde ich das, was ausgeleert ist und schmeiße das dann gleich weg. Und Revlon, den finde ich eigentlich auch richtig schön. Den behalte ich, weil den finde ich richtig schön. Dann habe ich hier noch so etwas von, was ist das, L'Oreal? War irgendwie so ganz komische Textur, der geht raus, den mag ich. Oder der geht, ja, der geht raus. Dann der Eclat Minute von Clarins, die finde ich toll, den behalte ich. Dann habe ich hier noch zwei von MAC, die sind auch ganz toll. Underage and Purr. Purr, das war ja so lange so ein absoluter MAC-Klassiker. Peachy Nude, richtig ein Klassiker von MAC. Der ist wirklich alt, Leute. Der muss auf, noch back to MAC. Und der hier Underage, auch noch so ein MAC-Klassiker. Ein richtig tolles Nude, aber... Der geht auch back to MAC, der riecht auch nicht mehr so gut. Und ich finde die, ehrlich gesagt, die von den NYX Butter Glosses sind sehr, auch sehr gut. Und die habe ich erst frisch relativ neu gekauft. Dann habe ich hier noch diesen Kiko, den habe ich auch relativ neu. Den finde ich super, weil der hat so einen tollen Glanz. Guck mal, der sieht richtig schön aus. Astor, die mag ich total, diese Butter Sensation, den trage ich auch recht oft. Der ist, glaube ich, schon fast leer, den mag ich wirklich. Dann hier ist noch etwas,
Das ist so ein Graubraun, wo ja jetzt echt wieder voll in Trend ist. Das habe ich gar nicht gewusst, dass ich dieses Produkt habe. Das werde ich jetzt gleich mal danach ausprobieren. Die Vamplifies von MAC, die sind auch relativ neu. Ein Juicy Tube, ein total nicht gebrauchter, den Maybelline. Und den habe ich irgendwie total gern, den mag ich irgendwie, diesen Lipgloss. Den habe ich auch oft getragen, den werde ich behalten. Dieser geht raus. Ich glaube, das ist irgendwie hier. Wow, der ist total verschleimt. Der geht in Abfall. Und der hier von Kryolan, der ist eigentlich auch cool. Das ist so ein Tan-Color. Der geht raus. Der hat so extrem Globs. Oh, ich glaube, das ist der, wo nicht mehr dicht ist. Der geht in Abfall. Der von Catrice, der geht in Abfall. Den habe ich schon seit ewig. Oh, diesen habe ich geliebt. Das war so, oh, das war so mein Ding, wo ich immer getragen habe. Baby Lip Locker. Ich weiß gar nicht, ob MAC die noch macht. Ich habe den immer getragen, das war so mein Ding. Geht back to MAC, der ist richtig alt. Der geht raus. Uah, schleimiger Scheißdreck hier unten. Da habe ich noch etwas von Ila Masca, das ist so ein Super Nude. Ja, der Intense, die klappt, den behalte ich. Und dann habe ich noch der Gloss, der geht raus. Und der von M&E, den finde ich auch noch super schön. Das ist so auch so ein Nude Gloss, auch ganz toll, den behalte ich. Und die von Sleek, die sind jetzt total verschleimt, die schmeiße ich in Abfall. So, ich habe jetzt erstmal die Glosse wieder zurückgetan, die Nudes hier hinten. Hier sind die so Special Colors und Unique Colors. Und echt, es ist krass, wie viel weniger Sachen ich jetzt habe. Aber das wollte ich ja. Und hier ist die zweite Schublade. Da ist wirklich viel, viel weggekommen. Ich habe hier noch so Glosse von Anastasia Beverly Hills, die ich wirklich auch sehr, sehr gut finde. Den einzigen, den ich glaube rausnehmen werde, ist der hier. Also werde ich den hier aussortieren. Und diese anderen Farben, die finde ich alle toll. Und die werde ich jetzt eigentlich noch einreihen, weil die meisten, das sind dann so Nudes. Also das ist jetzt ähnlich wie der hier von Ila Masca. Der Facade, aber das ist der in Sepia. Der ist ein bisschen wärmer, aber der ist eher kühltoned. Also die werde ich sicher behalten. Diese braune Nude-Farben, die sind ja total ähnlich und die werde ich sicherlich jetzt behalten. So, das sind jetzt erstmal all die Glosse, die ich ausgemistet habe. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein richtig großer Behälter, auch der ist relativ hoch. Und die werde ich jetzt alle probieren, weiter zu verschenken oder zu geben. Das sind die Back-to-MAC-Sachen, die werde ich behalten. Das sind alles Produkte von MAC, die kann man dann eintauschen für einen Lippenstift oder ich glaube auch einen Lidschatten, ich weiß nicht mehr genau. Das hier, wenn man das sieht, das geht alles in den Abfall, weil die sind alle echt uralt. Und ich habe echt keinen Bock, die Sachen jetzt alle zu zählen. Aber ihr seht hier an den Volumen, wie viele Sachen das sind. So, ich habe jetzt hier gleich nochmal ein bisschen umgeräumt, wie ihr seht. Ich habe jetzt nochmal Platz geschaffen, weil da ich jetzt so viel weniger habe, konnte ich das in einen viel kleineren Behälter einräumen. Und ja, die sind jetzt die vier hier. Und dann habe ich jetzt noch die Pinks hier. Die könnte ich jetzt auch noch in einen kleinen Behälter. Und dann habe ich hier noch Platz. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Gebt doch bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wäre auch ganz cool, wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss, danke fürs Zusehen, ciao.